Hallo und herzlich willkommen zu After Dark, einer Reihe, die meiner Ansicht nach viel zu selten hier auf Rocket Beans Platz findet. Das wollen wir in Zukunft ein bisschen wieder höher frequentieren. Mir doch egal. Ihr könnt auch Deutsch, sucht euch ein Wort aus. Wir spielen ein Spiel, auf das ich mich echt freue. Das haben wir vor einer Weile angefangen. Es ist ein sehr experimentelles, sehr indie-eskes Spiel und besteht auch noch aus vier unterschiedlichen, jeweils auf eigene Art, sag ich mal, bizarren Minititeln. Und zwar meine ich Stories Untold. Hier kann man kurz mal vielleicht auf das wunderschöne, wirklich wunderschöne Menü mit so einem echten, alten, klassischen, ja, das sieht im Grunde aus wie so ein Atari ST oder Amiga-Verpackung, so wie früher Spiele eben aussahen oder auch wie ein Mega Drive-Spiel, jetzt gerade, wenn ich sehe. Und das sind vier Spiele, die mehr oder weniger für sich stehen, natürlich schon wahrscheinlich irgendwo verwoben sind, aber letzten Endes unterschiedlich gespielt werden. Den ersten haben wir letztes Mal schon gespielt. Das war ein, ja, das war so ein bisschen wie Zork, ein Text-Adventure, nur eben eine Hommage an Zork sozusagen, wo man auch in ein Haus geht und dann sind einige Dinge passiert, die sehr meta sind, die ich jetzt aber auch nicht spoilern will, falls ihr es euch nochmal angucken wollt. Teil 2 spielt in einem Labor und ich spiele es jetzt. Und ich habe schon mal reingeguckt beim letzten Mal und da habe ich schon gesehen, es ist ein völlig anderes Spiel. Es ist kein Text-Adventure, es ist mehr so ein Setting wie die Spiele, die wir in Twilight Zone gerne mal spielen, mit Gunnar zusammen. Nämlich man sitzt auf einem Stuhl, man kann sich nach links und rechts drehen und es sind jede Menge Instrumente und man muss damit etwas herausfinden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Devolver Digital. Dia, ein richtig geiles Programm auch auf der E3 abgeliefert haben. Und somit zu Recht, finde ich, schon im Begriff sind, Kultentwickler zu werden. Die waren ja auch bei uns auf der E3 in unserem Jugendzimmer. Und das waren schon sehr konfuse, exotische, aber auch sehr sympathische Charaktere, muss ich sagen. This is subject 12-19-86-23, new session entry. We have myself, Dr. Alexander Leading, assisted by Dr. Williams, and in the lab itself, our volunteer, Mr. Asian. Uh-huh. We have artifact 23 in the chamber, recovered from crash site B. At the moment it appears inert, showing no signs of activity. Mr. Asian, instructions for each stage will come through to your terminal, and we need you to follow them exactly. Now, some of this may be unfamiliar, so always reference the manual on your terminal for guides on calibration and procedure. Once you've calibrated equipment to match our brief, the green light will flash, allowing you to trigger the experiment. One last thing. Ensure that any equipment non-essential to the current experiment is switched off. You cannot proceed until your calibration matches ours. When you're ready, let's bring this back. Ja, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, es hat alles so ein Stranger Things Vibe, aber auch nur von der Musik und vom generellen Feeling. Es sind auch die 80er, nehme ich mal an, kann man anhand der Technik so ein bisschen versuchen zu beurteilen. Und hier ist wohl irgendein Experiment am Gange mit einer Crash Site, also mit dem, was an der Absturzstelle herausgekommen ist, mehr oder weniger, was man da gefunden hat. Und ich kann natürlich jetzt im Moment geht die Tastatur, okay, sie geht. Wollte gerade drücken, ich drücke E und es passiert aber nichts. Ich drücke M, okay, da schaltet man nur die Tabs durch. So, ich muss irgendwas analysieren. Und zwar Subject 1986 MEM und ich soll es X-Rayen to determine its internal structure. Das werde ich versuchen. X-Ray, wie macht man das? Ich drücke. Required Apparatus, Camera, Monitor, Set to X-Ray, Charge, CC68. Da muss ich dann rausfinden, welches Gerät das ist. Und hier diese TV-Input-Modes muss ich auch noch irgendwie benutzen. Okay, Camera, Monitor, also das muss ich alles einsetzen. Dazu muss ich am besten mal, wie kann ich nochmal wechseln? Ich weiß, man kann wechseln zur rechten Seite. Ranzoomen, okay, und wie kann ich nochmal wechseln? Na gut, mache ich vielleicht erstmal alles an.
Geht hier auch nicht. Kurz mal gucken bei Help. Press the keys in the top menu to move between pages. Press Tab to roll over. Ja, so läuft's. Also, wir gucken nochmal schnell, was muss ich machen? Kamera, Monitor, X-Ray und Charge X-Ray Device. Ich mache einfach mal alles an. Kann ja nicht raten. Was könnte hier am Sync Master noch wichtig sein? Also hier, ihr seht ja auch eine alte, so eine gute alte, so eine hatte ich mal, so eine Kamera, in die man noch VHS-Kassetten reinlegen kann. Irgendwas ist hier in diesem Test-Chamber und wir möchten jetzt testen, wie es auf bestimmte Reize reagiert. Vorher muss ich scannen und ich drücke im Moment erstmal wahllos alles an. Weil ich weiß, dass man die anmachen muss und dann gucke ich nochmal nach, was genau eigentlich nochmal gemacht werden muss. Ich finde es auch sehr schwer, hier von meiner Seite aus zu erkennen, welches Gerät welchem Zweck dient. Also hier irgendwas mit Frequenzen, okay, hier kann ich die Wellen, die Art der Welle einstellen, okay, das ist der Laser 2. Hier kann ich die Nanometer einstellen, okay, was ist hier, ist die Kamera, muss ich die vielleicht auch noch aktivieren? Nee, die, oh, jetzt ist sie an. Und hier sehen wir auch schon was. Okay, kurz nochmal rüber, auf die andere Seite. Kamera habe ich an, Monitor ist noch nicht bei X-Ray. X-Ray, das ist wohl. Ist toll gemacht. Also, das kleine Setting, in dem man sich hier befindet, eigentlich ist es ja ein Escape the Room-Spiel, wenn man es jetzt mal in Genre bringen will. Sieht toll aus und es ist wundervoll authentisch und auch die Bildqualität und dieses Geflackere, die Lichter, generell die Lichtstimmung, die Geräusche, ist richtig gut. Okay, Awaiting. Ich habe verstanden, Er macht da gerade noch, er baut da noch was zusammen, aber ich muss jetzt irgendwas noch einstellen. Charge CC86 X-Ray Device. CC86, da ist es doch. Charge. Damit müsste es doch eigentlich, ja, jetzt ist es grün, also gecharged. Das Ding ist an, okay, was kann man denn noch machen? Quiet Apparatus, Camera, Monitor, Charge. Hier habe ich auch alles richtig. Vielleicht habe ich die Kamera ausgemacht eben. Aber nein, eigentlich lief es hier. Na, ihr seht, kaum mache ich sie aus, bleibt es hier hin. If you are ever unsure of what to do, reread the experiment and consult the manual. It will guide you through the operation. Das ist nicht so, als ob ich nicht verstehe, was ich machen soll, aber ich raff nicht ganz, was ich falsch gemacht habe. Kamera habe ich angemacht, Monitor habe ich auf X-Ray gestellt, CC86 X-Ray Device habe ich eingeschaltet. Equipment Layout, Kamera, Drill, ach, das ist ein Drill. Ich habe mich schon gefragt, was das sein soll. T-Unit, vielleicht muss ich die anderen Sachen auch ausmachen. Vielleicht ist es einfach gerade zu viel Kram. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier nur irgendwas anmachen kann oder ausmachen kann. Tolle Brummen der Geräte, das irgendwie, das sagt für mich auch 80er und 90er. Okay. Das ist das Artefakt, wenn ich mich nicht irre. Aber Waiting X-Ray Data. Ja, dann.
Da ist der Sync Master. Okay, muss ich den jetzt noch drücken? Okay, good work. The X-ray is coming through now. There's no visible damage to the surrounding organic material. No signs of activity either. All output is flatlined. Okay, let's begin. Demonstrate the effects of laser light on the object. Try using a low-powered red laser to begin with. Okay, low-powered red laser. Red is 650 nanometer. It's a light generator. Reaction from first stage. Let's try a high frequency. Use the green laser. Dann gucke ich dann nochmal. Green ist 510 Nanometer. Diese Stille, oder? Das ist geil, wie es sich so aufbaut, die Spannung. Reaction of some sort here, a weak signal. Let's keep going. Increase again. Increase the laser energy further. Use the blue laser. Dann use ich den blue laser mit 455 mal. Also immer unten links nochmal bestätigen, habe ich das Gefühl. Well, would you look at that? It seems we have a pulse. Rhythm is stable. There's no activity registering in the core. It's possibly damaged. Let's push further. Oh, ziemlich cool. Das Herz schlägt. Test the acoustic resonance properties of the object. Begin with generating a 250 Hz sine wave with amplifier gain set to 1. Okay, 250 Hz Sinuskurve ist es, oder? Mit Amplifier auf 1. 250 Hz, das hier ist eine... Beides für mich wie eine Sinuskurve auf. Ich glaube, das ist das erste. Ups, was ist das? Ah. Kann ich drehen und alles, aber es ist ja noch gar nicht an. Ah, kurz nochmal nachgucken, was war es? 250. Okay, wir setzen jetzt auf 250 Hertz. Ich drücke gleich den Button. Moment, lass uns doch ruhig vorher nochmal machen. Ich bin noch nicht richtig. Oh, dann warte ich noch kurz. Begin with generating a 250 Hertz sine wave with amplifier gain set to 1. Amplifier gain. Wo sehe ich das hier? Ist das hier irgendwo? Was ist das hier? Ist das ein Gain? Nee. Ich kenne mich leider mit Ton überhaupt nicht aus. Amplifier Gain. Okay, ich weiß es nicht, aber wir werden es rauskriegen. In der Werbung werden wir uns Gedanken machen und dann werde ich rauskriegen, was der Amplifier Gain ist. Und dann sehen wir uns wieder hier und dann lösen wir dieses doch sehr spannende, kleinteilige und wunderschön sympathisch klein gehaltene Rätsel. Bis gleich. Die Wissenschaft, das ist mein Leben, dafür bin ich geboren worden, das ist meine Bestimmung und der Ursprung meines Seins. Ich habe keine Probleme, Chef,
werde ich mir angemeckert, weil ich hier kurz mal mit euch rede, mir kurz die Zeit nehme. Das Experiment kann warten, ne? Irgendwas ist abgestürzt, wir haben es geborgen, wir sind irgendwo grob Mitte der 80er und wir stehen und sitzen beziehungsweise vor einem riesigen Haufen an elektrischem Equipment und haben diverse Experimente zu absolvieren. Eins davon, das dritte, beauftragt mich mit einem Resonanzfrequenztest. Dazu muss ich eine Sinuskurve mit 250 Hertz erzeugen und dem Amplifier Gain auf 1. Jetzt habe ich den ganzen Tag hier den Amplifier gesucht und dann kam ich irgendwann auf dieses kleinere Gerät hier auf der rechten Seite. Da ist auf jeden Fall, hier ist eine 5 und eine 10, also ist das wohl auch wirklich dann die 1. Es ist aber, da man ja nicht genau, dass hier alles so analog abgelesen werden muss, bin ich gerade nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist, sieht aber richtig aus. So, jetzt habe ich scheinbar immer noch keine Sinuskurve. Vielleicht ist das drunter. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Nee, immer noch nicht. Seltsam. Das ist seltsam. Schauen wir nochmal nach. Amplifier Gain. Dann gucke ich doch mal in der Hilfe nach. Nee, vielleicht hier. Da, genau. Experiment Layout. Da ist der Amp. Schon an sich richtig. Ich generiere also ein Signal und dann stelle ich Amp auf 1. Ist doch soweit alles richtig. 250 ist, nehme ich an, auch richtig. Ich gucke nochmal nach. Ja. Also was habe ich falsch gemacht? Normalerweise blinkt hier der Sync Master. Sobald ich was richtig gemacht habe, muss ich da nur draufklicken und dann geht's weiter. Aber jetzt... 250 Hertz. Ding steht auf 1. Vielleicht war es nicht genug. So. Okay. Immer noch nicht? Kann ich hier vielleicht noch irgendwo umklicken? Okay. Das ist eine Sinuskurve auch nicht. Ich muss ja, glaube ich, auch diesen Ton noch aktivieren. Also ich glaube, ich muss noch einen Weg finden, um es sozusagen zu starten. Könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht CC86? Was blinkt denn hier? Irgendwas will von mir bedient werden. Das ist an aus. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass dieses Geräusch, was wir hören, schon der 250 Hertz Frequenztest ist. Also der Slider steht doch auf der 1, oder? Doch. Das ist schon eine 1. Ich bin völlig überfragt. Ich weiß nicht, was genau... Ah, hier steht... Ja, super, okay, hier steht es ja auch. Aber dann habe ich doch eigentlich alles so richtig gemacht. Das hier ist 5, das ist die Hälfte, dann ist das 1. Habe ich zumindest versucht. Signal Generator, Set Frequency and Waveform. Doch alles richtig gemacht. Was ist denn falsch? Nö, ich bin scheinbar noch nicht fertig. Ach,
okay, man muss wirklich immer gucken, dass die Gerätschaften, die man nicht braucht, auch aus sind. Jetzt geht's. It's not much of a response. Updating the experiment now. Test the acoustic resonance properties of the object. Increase the frequency to 500 Hertz sine wave and amplify a gain of 5. Also 505. Sollte jetzt nicht so schwer sein, jetzt wo ich es verstanden habe. Seeing some fluctuations in activity. Should we increase? It is a risk of damage. What about a volunteer? Okay, we're gonna push further. I'm running out of time. Let's switch around. Okay, es geht immer noch weiter. Kurz mal für mich, ich will überlegen, Subtitles einzustellen. Ja, das wäre sinnvoll. So, was soll ich denn machen? Habe ich doch gemacht. Test the acoustic resonance property, switch to square wave. Okay, das ist einfach. Seeing good activity on this side. Seeing definite spikes in movement. I know this might seem uncomfortable or dangerous, but you need to trust us and keep going. So, was gibt's jetzt? Maintain the gain. Maintain the gain of 5 and the square waveform. Bring the waveform frequency up to 1 kilohertz. Machen wir. Das Doppelte. Activity registering. We did it. Can you hear us? You've made excellent progress. You're doing great. Now we need you to stay calm and try to relax as we go through these next steps. We're going to attempt to alleviate some of this discomfort. The protective casing is off. Proceed to drill the surface. Switch drill on. Ensure all other equipment except the camera and TV are switched off. Und dann Sync Master. Okay. Alles aus, bis auf den Bohrer. Kamera. Okay. How do you feel? Don't be scared. We have the situation under control. Take a few moments, and when you're ready, we'll continue. Ah, es wird auf jeden Fall immer spannender. Make contact with the artifact. Open the test chamber. Okay, das ist unerwartet irgendwie. Sorry to have to do this, but we have to know. I know how difficult this must be, but you can do this. It's time to remember.
To the entity's inner core. It's like a conscious black box. It can show you its memories. Look into it. Okay. The visions will translate onto the screen to be something that you can understand, that you can play out. Na, sehr lustig, ist wieder ein Text-Adventure. You wake up in the cryopod, struggling against gravity, you force yourself up. You can navigate its memories. Use the computer. Work your way through. Okay, wir sehen jetzt also hier in den archivierten Erinnerungen des Artefakts. Impact into the planet's surface is turn a hole in the ship hull. Poisonous atmosphere spills into your craft. You're here, you are in grave danger. You have to get out of here. Get out. Okay. The airlock door is clamped shut. It is controlled remotely. The craft is broken beyond repair. There's wreckage all around. An airlock door is locked tight and the computer terminal adjacent blinks. You're now stood next to the computer terminal. The monitor blinks, demanding attention. The system looks usable. You tap at the screen and the airlock door spluts to life, slowly opening with a horrendous noise. The ship powers down to silence, having spent the last of the reserves. Oh, God. This organ was taken from what we think was the leader. These memories are different and unlike the others. There's more detail here, less hazy. Lean in, see what else it hides. Squeeze through the damaged airlock and fall to your knees on the ground next to your vehicle. Every breath brings pain to your chest. You look around to see you are surrounded by mangled metal. Bright lights, you pour every gap in the surrounding wreckage. We found the ship. Miss Asian, please continue. So richtig weiß ich gerade nicht, was ich hier machen soll. Okay, also ich bin außerhalb. Scheinbar nicht so gut atmen. A crash site. Smoke billows from the downed ship. Exterior lights flickering on and off. Wreckage surrounds you. Looking upwards, you see unfamiliar star patterns. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hingehen soll. Ich meine, ich bin gestrandet, okay. Ah, okay. Ich
bin, also irgendwo ist der Weg mir versperrt durch Metall. With every ounce of your remaining strength, you move away. Enough of the wreckage for you to carefully crawl through. The light that surrounds you now attacks your senses. Jetzt würde ich schon gerne rausgehen. A circle of artificial light surrounds you, set up to illuminate the crash site in the darkness. Behind them, an army of people, all staring. One figure steps out, a silhouette, and walks towards you. Your heart rate is elevated, but you're doing well. For what it's worth, very few of our test subjects ever make it this far. You should be proud of yourself. Awake. The room is silent only for the quiet hum of equipment and occasionally machine beep. Your touch isn't yours. We are all at one. We move together in unison. Okay. We are in a bed in a small and artificially lit room with a single door. There's some sort of writing pinned to the wall. Adjacent to the is a display monitor with wires that drape across the room and into your chest. They have tortured us. It expired at the crash. Whose memories are these? When did this happen? A series of wires leave the machine and run across our chest, attached in different places. We aren't sure if the black fluid is going in or coming out. Collective discomfort. Ich versuch mal. Symbol seems to indicate where on our body they had to cut. We've been butchered and maimed over and over. Fluid looks thick and dark. We can feel a transfer, but not which direction. What just happened? What's that alarm? There's been a disconnection in quarantine lab 15. Find out what's going on. Es hat wohl, also so ein bisschen auch wie der erste Teil dieser Sammlung, hat das, was ich eingebe und das, was in dieser virtuellen Welt stattfindet, auch einen Effekt auf die Welt um mich herum, in der ich mich ebenfalls hier virtuell befinde. We yank at the wires protruding from our chest. Together we all scream in pain. This action sets off an alarm echoing loudly down the adjacent corridor. Okay. Ich will die alle raushaben. Jetzt nicht aufstehen? Nein. Doc, Specimen 20 has left Lab 15. It's on the move. My God. That vision. It's not a memory. It's happening right now. Mr. Asian, I need you to stop what you're doing, please. Nein. Gesundheit. Danke. The door, we find ourselves in an empty room with a device on the table. It looks familiar. They don't know how it works, but this host does. The door closes behind us and a large clamp is shut. We are alone, together. Can
nehme an, die Tür geht nicht auf. Nein, natürlich nicht. Dann gucke ich mir die Device mal an. It was an access code terminal for wide connection, allowing commander to commander other hosts. To commandeer other hosts. Only you, I, we have access to these codes. It's time to use them. Okay. What is that? You haven't seen that before. What is it doing? It's using the tool we recovered from the crash site. It's in our systems. It's sending something across the network. It's broadcasting. Mr. H, please. We deeply regret what we have put you through, but please understand it was for the greater good. We had to know more. Rebelling now could be catastrophic. You don't know what this might do to you in the long run. Also wir sind offensichtlich so ein bisschen Teil des Experiments und es gibt wohl auch schon mehrere Versuche, dieses Experiment zu ergründen oder zu ergründen, was dieses Bauteil, was dieses organische, mechanische Bauteil soll, und scheinbar kann ich Dinge damit steuern, die in der Realität dieses Spiels dann auch passieren. Das hier sagt mir jetzt aber gar nichts. Ich habe hier Glyphen, okay, die kann ich wechseln. Ich sehe auch, kann ich denn da hingucken? Ja. So ganz will mir das noch nicht einleuchten, was hier eigentlich passiert. Das Zeichen, das Zeichen, das Zeichen, das Zeichen, okay. Das ist natürlich schwer jetzt, da irgendwie eine Logik dahinter zu finden. Zeig mir doch was. Ah, zeigst du mir gerade was? Ich glaube, das sind sie, die Anordnungen. Furchtbar schwer zu sehen. Oh, hör doch mal auf, die so nah ran zu zoomen. Wie soll ich denn da was erkennen? Okay, ich warte mal auf den ersten. Der erste sieht, wie sieht er denn aus? Ah, hier so ein Köpfchen oben. Ein Viereck als Kopf. Links ein langer Strich, rechts ein kleiner. Ist er das vielleicht? Das? Ja. Das? Das ist er. Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, rechts. Der hat hier wirklich nur das... Okay, der hat das Symbol, was hier schon von Anfang an da ist. Das hier. Okay, der zweite ist kleines Viereck, eins dahinter. Und dann so ein Prozentzeichen. Das müsste ja eigentlich der zweite sein. Ja, auch nicht so schwer eigentlich. Okay, Moment. Da war er gerade. Da, das ist er. Das. Moment. Okay, was für ein Zeichen? Kann man erkennen. Okay, das hier brauche ich. Das. 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 Boah, das ist so schwer zu erkennen. Sieht aus wie ein V. Das vielleicht, ja, das könnte es sein. Ja, das ist es. Okay, gut, haben wir das auch. Oh. Jetzt brauchen wir das mit einem kleinen Häkchen. Ja, das, da war er gerade. Das, nee, das war's. Das. Das. Das, okay. Ah, das stimmt schon, okay. Jetzt haben wir hier noch Strich und Parallele. Das ist es. Das. Da ist der mit dem Kopf. Ups. Fertig. They're all free. They're converging. It's over. Oh, da kommen die anderen Experimentier. Artefakte. Und ich habe es irgendwie geschafft, dass wir alle eins sind.
Gut. Und nun? Muss in die Kugel hinein. Mr. Ish, please don't do this. We mean you. We mean them no harm. Please, don't do something you regret. Wait. One day, Mr. Ish, this will haunt you. So wie das letzte auch schon, sind das so kleine Mini-Abenteuer, die alle im selben Kontext stattfinden, glaube ich, alle so ein bisschen dasselbe übergeordnete Thema haben, aber unterschiedliche Herangehensweisen und auch immer unterschiedliche Ausgänge haben. Also es ist wirklich so, dass am Ende man immer so ein bisschen zurückgelassen wird mit so einer vagen Vermutung, was sein könnte, um was es gehen könnte, aber letzten Endes nicht genau weiß, was war jetzt eigentlich die Narrative? Was ist hier passiert? Was war die Story? Aber es ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja eigentlich ganz geil, dass man eben das, dass man eben nicht das Ende sozusagen direkt vorgelutscht bekommt, sondern dass man selbst entscheiden kann, um was es hier vielleicht geht, was passiert ist, was der Auslöser war, wer wir sind, was das Experiment soll, was die Kugeln sollen. Wir wissen es nicht. Aber man kann zumindest ein bisschen theoretisieren und kommt, glaube ich, auch schon auf eine Lösung, ob das dann die richtige ist, das weiß man natürlich nicht. Wir haben eine zweite, nächste Mission vor uns. Wir haben aber jetzt erst kurz Werbung. Deswegen machen wir noch kurz die Werbung. Und dann packen wir die Minute bitte einfach drauf. Und dann spielen wir The Station Process. Das ist die dritte von vieren. Ja, aus Stories Untold. Geil, bleibt dran, macht Spaß. Willkommen zurück. Wir spielen Stories Untold von Devolver Digital, zumindest ist der Publisher. Also den Namen kennt man ja mittlerweile, dank der E3 sind die ein bisschen bekannter geworden. Sind aber nicht die Entwickler, sind nur die Publisher, wenn ich es richtig sehe. Ist aber egal, die Spiele haben auf jeden Fall einen ganz eigenen Style, einen ganz eigenen Flair, der mich persönlich immer an Stranger Things erinnert. Aber generell jeder, der in den 80ern, 90ern groß geworden ist, kann hiermit wahrscheinlich was anfangen. Wir spielen jetzt die dritte Mission, Geschichte, The Station Process. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht und werde mir das jetzt mit euch genauso mal zusammen zu Gemüte führen. Bin gespannt. Ach, es lädt auch noch. Some commands may be case sensitive. Keep a lookout for hints. Okay. Station 3, do you read me? Give me a sign, man. This storm is getting pretty wild. Come on, 3, log in. Quit fucking around. There he is. Finally! What took you? Is the microphone still broken in Station 3? Yeah. I'll take that as a yes. Yeah, you can't reply. You should be able to hear you though. Can see activity registering, so your voice is definitely going through. Oh, okay. We can chat later, 3. Yeah, this is pretty serious. I've had a distress call from Central. There's a situation and we have to fire up signal monitoring and relay systems right away. What kind of situation? I don't know. I'm assuming it's got something to do with this storm. Whatever it is, it's big to want to involve us. Shit.
Okay, what do we do then? Well, my fucking cabin power isn't holding up in this weather, so I can't process the signals myself. Two, you need to feed the frequency information through to the backup terminal in Station 3. And three, you just need to tune, decode, and process. Just refer to the handbook on the microfilm. It'll walk you through it. I've never done any of this stuff, so I'm not going to be much help, I'm afraid. It's simple, honestly. You could do this in your sleep. Okay, first one is due to appear in a minute or so. Have a quick read of that microfilm handbook. It should be on your left. I'm going to get suited up and restart the generator. Don't fuck it up. Wahrscheinlich kann ich wieder... Ah, ich kann wieder tabben. Kann ich hier was anmachen? Nein, okay. Ja, dann... Okay, three, we're up. Do whatever it is you're supposed to do. Okay, wie kann ich ranzoomen? Kann ich überhaupt ranzoomen? Scheinbar nicht. Lesen. Echt nur ranzoomen? Doch, oder? Ich muss doch mit Sicherheit. Da wusste ich doch, dass man irgendwo ranzoomen kann. Muss man nur noch scharf stellen. Nein. So. Received of this call by code conversion operators must input the following command lines into the terminal and execute. Oh Gott, programmieren oder was? Mal kurz gucken, ist es denn? Na, scheinbar muss das am Anfang sein. Central Monitoring Division would like to thank you for agreeing to commit to a year's service at your remote monitoring station. The work you've done here is of vital importance to national security and our great nation. While you may never receive the explicit gratitude of our citizens, we will always be independent, irgendwas to you. Ja, ich gehe mal weiter. Ich glaube, das ist nur der Anfang. Das ist nur die Inhaltsangabe. Hier ist wichtig. Sys.exe-f. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ich mir noch niemals merken, ey. Leute, ich bin doch kein Programmierer. Sys.exe. Ach nee, muss ich gar nicht. Muss ich noch gar nicht machen. Dann warte ich erst nochmal. Was ist denn hier mit diesen Callback-Codes? Ach, natürlich, okay. Sigma, Eagle. Okay, das sind die einzelnen Callback-Codes, bei denen ich dann was aktivieren muss. Ja, aber die habe ich doch noch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht. Ich will doch eigentlich nur eine Frequenz eingeben. Okay, den Morse Code, ja, klar. Alpha Phonetic Conversion. Ist es das vielleicht? Broadcast Authorization Key für 1930 Kilohertz. Okay. Input Broadcast Authorization Key. Entschuldigung, Moment, für wie viel? 1930. Hier sind noch Frequenzen, oder? Das ist 1930 Kilohertz FM. Ich glaube, ich bin hier noch falsch.
Okay, ich gehe mal weiter. Wie das ist es? Ach komm. Was ist denn was hier? Okay, ich muss es einfach mal noch umdrehen. So. Ups. Phonetic Alphabet. Ja, das brauche ich ja gar nicht. Das ist nicht das, was ich brauche. Morse Code brauche ich auch nicht. Und hier kommen jetzt wieder nur die ganzen unterschiedlichen Codes. Nee, das wird nichts. Das sehe ich doch jetzt schon. Na gut. Vielleicht ist es auch einfach nochmal. Habe ich mir eben schon gedacht, dieser dumme Login, aber den, wer bescheuert, den habe ich jetzt schon zwei, also, habe ich doch am Anfang schon eingegeben. 3, 1, 9, 6, 8, 6, 8. Das ist nein? Das haben wir noch falsch eingegeben. 0, 3, 0, 3, 1, 9, 6, 8. Ist dann, dahinter ist ja noch ein Zettel. Vielleicht der hier? Ist vielleicht hier drauf? Ne, das wäre ja auch irgendwie komisch. Telephone number. Soll ich das vielleicht einstellen? 1930 kHz. Ich nehme an, dass ich das hier einstellen muss, ja. Okay. Und nun? Bam! So wird's gemacht. Code Word Reference Abacus. Okay, muss ich drei Lines eingeben. Abacus. Ja, jetzt weiß ich ja schon ungefähr, was von mir erwartet wird. Das kriege ich jetzt hin. Also muss ich hier nachgucken. Wie genau. Wo Abacus ist. Da. Also sys.exe-d-e. 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 Hoffe, das ist richtig. Ja. Allocate, ist das ein Doppelpunkt? Boah, das kann ich nicht lesen. Ist ein Doppelpunkt. Allocate Doppelpunkt 202-A. Nee. Und dann noch Output Log False. Okay. Ha, ich bin schon Hacker, ey. Nee. Oh Gott.
hab da irgendwas falsch geschrieben. Output Log. Okay, natürlich. Execute. Oh. Output Log. Vielleicht kein Doppelpunkt. Ja, ein Strich. Aha. Ah ja, natürlich. So, das kriegen wir noch hin. Yes. Okay, my light here just turned green and the signal stopped. So I think you did it right. Next one coming up in 30 seconds, apparently. Don't leave them hanging too long. I don't know what they're for, but I know we have to make them top priority or I'll get shit. Of course, don't worry, we'll keep on top of it. Okay, there it is. Creepy sounding things, aren't they? Okay, also jetzt muss ich das Prozedere wiederholen. Ich muss das Radio einstellen, muss die Kilohertzzahl eingeben, auf USB schalten, dann kriege ich ein Passwort, das muss ich eingeben, dann kriege ich ein Codewort, das muss ich dekodieren und dann bin ich endlich mehr oder weniger weiter. Ich muss jetzt an der Stelle aber leider Schluss machen. Es geht nicht anders, aber ich habe das Gefühl, dass wir dieses Spiel nochmal weiterspielen werden. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist natürlich ein kurzes, kleines Indie-Spiel, also ist vielleicht jetzt nicht die abendfüllende Unterhaltung, die ihr euch nach Hause holen könnt, wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ihr könnt aber auch einfach, statt es euch zu kaufen, hier bei uns gucken. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, den findet ihr auf unserem Rocket Beans Let's Play Kanal. Kleines Abo da lassen, wenn ihr schon dabei seid, ne? Da freuen wir uns alle drüber. Ja, und dann beim nächsten Mal heißt es dann wieder, ich hacke und bin krasser Computer-Pro. Das alles beim nächsten Mal, wenn es heißt Stories Untold hier bei After Dark. Ich weiß nicht, wann es dazu kommt, aber wir spielen dieses Spiel durch. Keine Sorge, bis dann.